Also für mich hat die heutige Veranstaltung wunderbar begonnen. Eröffnet diese waren mit den Worten: Die Jugend am Höhepunkt. Nachdem mein zweiter Text keine 5 Minuten dauert, habe ich einen ganz kurzen ersten auch noch. Und zwar Freiheit. Ich nehme die Freiheit zu sagen, was ich mir denke. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht über die Flüchtlinge, über die Wirtschaftsflüchtlinge. Es ist ja eine Schande. Sie wandern gleich aus, weil sie woanders besser verdienen. Sollten bleiben, wo sie her sind, weil dort auch häufig sind. Ich bin dafür, dass man alle Scheinflüchtlinge wieder heimschickt, die gegen Wirtschaftsflüchtlinge. Leider, weil sie studiert haben und sind daheim, die arbeitslos ist, gibt es ihnen das noch lange nicht das Recht, woanders einen anständigen, fleißigen, einheimischen den Arbeitsplatz wegzunehmen. Ich werde das in meine Leute ganz deutlich sagen. Sag, du sind deine Enkelkinder, die Saugfraster, die in Graz studiert haben und hier sind, während davor arbeiten. Die Wirtschaftsflüchtlinge, die Elendigen, sollen gefälligst heimgehen nach Kärnten und da eine Arbeit suchen. Bin Lidl, brauchen sie einen Verkäufer und bin Ikea, was zum Parkplatz gehören. Freiheit, wir haben die Wahl. 2005, anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz, sagte der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan: Alles, was das Böse braucht, um zu triumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit. In Abwandlung eines Wortes von Hannah Arendt, die sagte: Niemand hat das Recht zu gehorchen, sage ich, niemand hat das Recht zu schweigen. Ich schweige nicht. Unsere Welt war frei und schön, ist immer schon gewesen, war es anscheinend auch für uns bis vor 1-2 Jahren. War sie das? Nur gelesen und gehört haben wir von Problemen, Kämpfen, Kriegen. Die waren weit genug entfernt. Freiheit. Haben gelernt, wegzusehen, nicht zu fühlen, als der Moloch Hass Abertausende verschlang. Zum Beispiel 94 in Ruanda, als die Machete in 3 Monaten durch 800.000 Leiber drang. Freiheit. Da war unsere Welt noch schön. Oder Kongo. Von 98 bis 2003 drang kaum Geschrei an unser Ohr von 5 Millionen Toten. Freiheit. Was wurde uns nicht geboten zur Zerstreuung, zur Lebensfreude und zu unserem Spaß? Da war unsere Welt noch schön. Freiheit. Kaum jemand las die Gräueltaten der Roten Khmer so, dass es ihn im Innersten berührte, obwohl deren kurze Zeit der Herrschaft zum Tod von 2 Millionen der eigenen Leute führte. Freiheit. Unsere Welt war schön. Und nun das. Unfassbar. Was uns geschieht, kommt doch tatsächlich der Mensch, der dem Krieg zu Hause entflieht, zu uns. Und offenbar nimmt er uns die Luft zum Atmen, dringt in unseren Wohlfühlkreis und plötzlich ist unsere Welt nicht mehr so schön, wie sie einmal war und sie laufen langsam heiß, die Stammtischbrüder und ihre Schwestern. Hilfe, Nächstenliebe, Christsein. Ja, das war gestern. Freiheit. Viele plagen kein Funken Menschlichkeit. Nein, unsere Welt ist nicht mehr so schön. Dumme, dumpe Angst gebiert Hass und Neid. Aber jeder hat das Recht der eigenen Meinung, auch Sie, auch die Minderheit der Straches, der Identitären, der Rechtsrechten. Doch wir, die Mehrheit, die wir einer echten Demokratie das Wort predigen, erledigen wir unsere Pflicht? Melden wir uns laut zu Wort? Mischen wir uns wirklich für die Freiheit ein? Ich fürchte, das tun wir nicht. Nein! Ich habe keine Angst vor jenen, die sich nach starken Männern sehnen, die in jedem Anderssein ein Feindbild sehen, wie Trump, Strache, Wilders Orban oder Marine Le Pen, denn sie sind nur eine Minderheit, die schreien kann, so laut sie mag. Sie bleiben eine Minderheit. Sie werden erst zur Mehrheitsplage, wenn wir schweigen. Mit meinen Worten will ich zeigen, ich fürchte mich vor
dir und mir. Ich fürchte mich vor jenem Tag, an dem wir uns entscheiden, nach innen zu emigrieren, uns zwar genieren vor dem, was diese kleingeistigen Wesen tun, doch sonst die Schnauze halten und ruhen, im trügerischen Hoffen, es wird so schlimm nicht werden. Doch wenn wir jetzt nicht aufstehen und unser Wort erheben, werden wir in kurzer Zeit erleben, dass viele von uns nie mehr in Freiheit und offen ihre Meinung sagen. Ich sehe uns an einer Grenze stehen. Aber zu jeder Zeit, an allen Tagen, haben wir die Gelegenheit, haben wir die Wahl, für unseren Weg die richtige Spur zu legen, für ein friedliches Miteinander, fürs Menschsein oder dagegen, für das, was wirklich zählt, für eine, unsere einzige, für unsere freie, wirklich schöne Welt. Danke.